das ist Herrichtung. Die erste Mahlzeit auf US-amerikanischem Boden, ja? Ja, die sieht gut aus. Meine war richtig gewählt. Ja. Was ist das, David? Bei mir? Ja. Ja, das ist im Prinzip ein reingeschnittenes Steak mit ein bisschen Paprika und Zwiebeln. Und Beilage, die ich nicht essen werde. Ich wollte gerade fragen, das sieht nicht so diätlaubig aus. Was ist da auf jeden Fall? Ich glaube nicht, dass das so schlimm ist. Ne? So Bohnen. Bohnen, das sag ich doch. Und Bettini? Das schmeckt gut. Das schmeckt nach dem Tupperdosenessen, ne? Boah, das ist geil. Das ist so bekloppt, Bodybuilder zu sein. Dann freut man sich über so ein geiles Steak, weil ich seit 12 Stunden nur auf der Tupperdose gegessen habe. Ja, dann weiß man das aber erstmal wieder richtig zu schätzen. Ja, also das ist wirklich der Wahnsinn. Also schmeckt richtig auch geil. Ich pack mir nur alles mal eins einpacken. Hä? Ist du problemlos aus der Tupperdose oder ist das auch so, dass irgendwann geht's dir auch im Sack? Ja, also frisches Steak ist schon besser, aber schlimm ist gar nichts essen. Also dann lieber aus der Tupper. Ja. Und wie gesagt, das war ja, ist ja okay, okay, aber es ist halt schon was anderes, wenn es warm ist und wenn es frisch ist. Und das Fleisch aus der Tupper ist ja dann eher so trocken. Ja. Mit noch wie Leder, weißt du? Das ist saftig hier. Bei Mary Ann. Die Vegetables hier, diese Vegetables. Die was? Vegetables. Vegetables, oder wie man das mal nennt. David, ich will noch mal bestellen. Willst du noch euch? Ich gebe ein paar Vegetables aus. Richtig. Was machst du? Ich gebe ein paar Vegetables aus. David, schmecken so geil. Vegetables. Junge Frau, einmal nochmal Nachschub. Da muss auch sagen, was? Vegetables Nachschub. Hallo. Hungry Man's hier from Germany. Machst du dir eigentlich auch zu Hause Vegetables immer so? Richtig. Auch so Paprika. Paprika, Zucchini. Wochen. Also ein bisschen schön. Zusammen. Das schmeckt das schon geil. Also jetzt in der Diät. Also so eine Masse, da sättige ich mir jetzt so zu viel. Aber jetzt in der Diät, das ist schon. Echt ein Kunst dabei jetzt. David ist ein großer Pepperoni-Fan, ne? Ja, also ja auch jetzt über Steve so. Und auf Diät, ja, ist, Diät dann halt. Dann legt man auf einmal sehr viel Wert aufs Gemüse. Hallo! 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 We need some vegetables more. Vegetables? Vegetables. Right. You want to side? Yeah. Two sides. For me and for my friend. All right. Yeah? I'll get you. Thanks. Yeah. Very good, very good. Thank you. Ja, jetzt gibt's noch mal ein bisschen Nachschlag hier. Nachschlag, vegetables, yeah. Jetzt gibt's Nachschlag. David, ich hau einen durch. Vegetables. Ja. Was soll ich aufnehmen? Ja, jetzt hat er hier so eine Scheiße gebracht. Das ist doch gar nicht das, was du gerade gehabt hast. Ja, meine ich ja. Das ist doch scheiße, Alter. Geh doch mal zurück. Sag mir das dann. Ich bin zu voll zu. Schmeckt's dir, David? Ja, also, das was Steve hat, sah geil aus. Dann war auch die Wette scheiße. Hast du denn gesagt? Grill, ja, ich hab gesagt, dieselbe Scheiße wie eben. Er hat jetzt einfach nur schnell was zusammengeschustert und der auf den Tisch, auf den Teller gehauen. Ja. Aber der Hunger treibt's nein, ne? Lass das. Teller umhauen haben wir. Also hau mal raus. Philosophie heute, weißt du, was heute dran ist? Philosophie ist Philosophiestunde mit Bentin. Nein, ist aber so, ne? So die normalen Menschen, so die so draußen so normal denken, so bist Bodybuilder, so. Denken, du trainierst im Studio ein bisschen, bereitest dich jetzt auf den Wettkampf vor, machst so ein bisschen Diät, so ein bisschen mal Reis und Puse und Brokkoli, Gemüse und dann gehst du da, das. Setzt dich in den Flieger, fliegst hier, jeden auch, den ich erzähle, nach New York fliege. Denken so, oh, viel Spaß, geil. Und die können sich gar nicht vorstellen, was du dich hier noch vorher abkühlen musst. Denken, du machst hier Sightseeing-Tour noch und alles, weißt du?
ne, dass du dafür gar keinen Kopf hast, gar keine Zeit hast. Das sehen die gar nicht so. Ne? Die denken, du fliegst hier hin und machst hier viele volle Ei. Aber in Wirklichkeit musst du hier dich quälen. Und also wie gesagt, du denkst, du fliegst hier hin und gehst zum Wettkampf, machst ein bisschen Öl rauf und gehst auf die Bühne. So denkt doch der Normalbürger so, weißt du? Ja, so läuft das doch auch immer. Nee, schön wäre es, wenn es so einfach wäre, Alter. Manche, die Farbigen, die können das auch machen, so, ne? Aber wir Weiße, wir müssen uns richtig den Arsch aufreißen, leider. Wie der eine da, der ist auch so gehört. Der ist schon fünfmal gewonnen hat da. Aus Berlin hier, der. Was ist die denn? Ja. Der sieht das ganze Jahr so aus. Ja. Kann ich ja. Oder Dexter Jackson oder so. Weißt du, die sind alle so genetisch bedingt. Dexter ist auch weit weg von dem, was man zuletzt gesehen hat, von dem, was war. Ja, hab ich gesehen, jetzt kann ich nicht. Ich schon sagen, ist halt auch irgendwann Feierabend. Bei mir soll es ja ausgehen, richtig? Ja, ich geb schon. Ach, guck mal, der haut hier Benzin hier heute wieder. Wir brauchen noch Trinkgeld, David jetzt. 5 Euro Trinkgeld. Ja, ich habe schon 3 Euro Trinkgeld gegeben. Alles schon, ja. Dollar. Ja, dann mach hier so. Was kostet das? 49. 10 ist ein bisschen viel. 10, 15%, 15% machen. Ist ja, gut. Soll ich 5 zurückgeben? Soll ich 5 zurückgeben? Wo freust du dich am meisten hier in New York? Das Fressen danach, New York. Eigentlich scheißegal, ob das hier, ob da, wenn er eh kein, wenn er eh so eine Kultur war, ob du hier die Freiheitsstatue noch angucken und das bringt mich nicht weiter. Ich muss hier eine gute Platzierung ballern. Ne? Der Rest ist, und danach wird gefressen, darauf freue ich mich am meisten. So, dass ich hier vielleicht mal einen schönen originalen Cheesecake hier in New York Cheesecake fressen kann. Sowas vielleicht mal, oder? In- und Out-Burger, es fällt ja aus leider so. Das Essen, was man in Deutschland nicht kriegt, darauf freue ich mich. Aber nicht auf so eine beschissene Statue, die da steht und ich mir angucke und denke so, ja. You guys ready? Yeah. Can you give us 5 back, please? Sure. Weißt du so, was habe ich davon von so einer beschissenen Statue? Wenn man ein beschissenes Foto machen mit der, dann. Ich war noch nie in der Freiheitsstatue, ich freue mich darauf. Ich freue mich echt, ich war noch nie da. Ich war schon so oft in New York, aber ja, ich habe noch nie Freiheitsstatue gesehen. Ja, so muss das sein. Aber Cheesecake habe ich schon gegessen. Ja, das ist gut. Zum Essen wird es dann ja nur der Sonntag bleiben, wenn ich das richtig sehe. Manchmal. Da muss man Gas geben. Ja, da kann man mal gucken. Da können wir mal richtig hier High Life machen, ja, das technisch. Also der Käsekuchen ist schon krass. Also. Ja? Ich bin ja so ein Käsekuchen-Fan. Ja, aber der Käsekuchen hier, der ist eher so wie ein Stück Margarine mit ein bisschen Geschmack. Da hat man ein so ein Stück mal eben 1500 Kalorien. Also ich hab den nicht geschafft damals. Ja, echt, ja. Weil das ist echt wie wenn du in Butter beißt. Worauf freust du dich denn am meisten damit? Ah, jetzt gerade auf Käsekuchen auch. Ja, also insgesamt jetzt bei diesem Projekt hier New York Pro Show? Ja, ne, das muss man schon sagen. Das schwankt schon so ziemlich mit dem Appetit. Wenn man wirklich halt so auf Diät ist, so länger schon und so, dann so eine Endphase und dann drehen sich Gedanken oft ums Essen und dann, wenn man dann satt ist, dann ist das wieder ganz anders auf einmal. Ja, dann denkst du, was war da los mit mir? Dann hast du wieder auf andere Sachen Bock, aber jetzt so gerade so ein bisschen was gegessen, was einigermaßen geschmeckt hat, aber was viel zu wenig war und jetzt über Käsekuchen reden, jetzt bin ich ziemlich auf Käsekuchen. Also ich freue mich darauf, euch am Samstag auf der Bühne zu sehen. So, ja, nee, mach so. Ja, ich freue mich natürlich auch auf den Wettkampf, so klar. Also deswegen sind wir auch hier oder deswegen fängt man ja auch mit der Vorbereitung an im Endeffekt. Ne? Klar, wenn ich fressen will, dann kann ich zum Lidl an die Tiefkühltruhe gehen und für 5 Euro und dann kann ich auch einen ganzen Tag geil Süßkram essen. Darum. Aber die Prioritäten verschieben sich halt mit dem Hunger. Aber in erster Linie natürlich zählt der Wettkampf. Für mich Profidebüt, wie ich das hinkriege, nach jetzt 3 Jahren Wettkampfabstinenz, so wie das dann wieder alles wird und so, was alles hinhaut. Aber es ist auch, so wie Steve sagte, das ist jetzt kein, wenn die Leute dann sagen, ja, viel Spaß und so in New York und geil. Und es ist halt in dem Sinne kein Urlaub, weil Arbeit, ja. Du rennst hier rum, dann guckst du, was kannst du essen, jetzt müssen wir zu Costco gehen, dann wieder einkaufen und
überlegen und abwiegen und machen und tun und dann rasieren und Farbe und Hose und Musik und noch ein bisschen Posen üben und ich, also generell, was Wettkämpfe angeht, bin ich immer froh, wenn es rum ist halt. Ja, es steckt viel, viel mehr Arbeit dahinter, als die Leute sich manchmal vorstellen können. Das ist das Ding. Aber wenn dem ja auch nichts so wäre, dann könnte es ja auch jeder mal eben so machen. Richtig, also Bodybuilding ist schon nicht Fußball und nicht ja, man muss auch, also Golf oder so. Oder? Der Unterschied zwischen im Studio, also meinetwegen gut aussehen und ganz guter Bodybuilder sein und Wettkampf machen, das ist eine ganz andere Welt. Also aus meiner Sicht. Das ist die letzten paar Prozent dann rauszuholen, auf den Punkt, auf den Tag, mit noch dann, wie gesagt, Rasur, Farbe, Posing und dass wirklich alles passt und so. Das ist Frisur auch nicht vergessen. Ne? Frisur, genau. Das kann man mit so einem mit so Studio-Weltmeistern also kann man das halt nicht vergleichen. So YouTuber, weißt du. Könnte man jetzt auch da reinpacken. Ja, aber das hier ist real deal halt. Ne? Mhm. Wettkampf-Bodybuilding ist immer was anderes. Ist so. Ja, aber ich kann nur jedem empfehlen, das mal mitgemacht zu haben, durchgemacht zu haben oder mal so eine Diät oder auch nur mal eine Diät zu machen, so seinen Körper zu schinden und so richtig mal, wie du schon sagst, Matze, man weiß die Dinge dann viel mehr zu schätzen, sowas wie normale Nahrung oder wie ein Käsekuchen, wie weiß ich, wie eine Erdnussbutter oder wie eine Milchschnitte und so. Es sind alles so Sachen, du vergötterst das dann. Das ist der Wahnsinn. Also vom Tagesablauf, ne? Du hängst dich ja immer mehr ein. Das musst ja deinen Trainingsablauf drin haben. Wenn du dann auf dem Plan ein bestimmtes Essen stehen hast, dann musst du das kaufen und wenn du abends um 21:45 irgendwo hinfährst, da gibt es kein Hühnchen mehr, dann überlegst du, wo komme ich jetzt in 5 Minuten noch hin, um mein Hühnchen für morgen zu kaufen und du bist halt extrem eingeengt und so und das staut sich halt auch dann so im Verlauf von so einer Vorbereitung immer weiter auf alles so. Also man hat da keinen, dass man sich mal so zurücklehnen kann, so. Das wird immer mehr der Stress und so und irgendwann, wenn der Wettkampf rum ist, dann entlädt sich das alles und dann kann man wieder einigermaßen normal leben. Auch gute Nerven teilweise. Ja, auf jeden Fall. Und was ich finde, so was viel mehr geiler ist, man sieht halt die Fortschritte im Training, als wenn du Off-Season hast. So. Ja, das ist geil. Du hast dann, du bist weich. Man fühlt sich auch wohler eigentlich. Außer wenn du jetzt den Hunger schiebst, aber du bist ja agiler, vitaler. Ja, man nicht. Sieht geil aus und alle paar Tage machst du, wie gesagt, einen Fortschritt. Das ist ja dann im Aufbau, in unserem Stadium, ist das ja nicht so einfach. Letzte Woche immer so. Gerade letzte Woche, diese Peak Week, wie sie immer nennen. Entwässerungsgeschichte, da kannst du halt sehen, wie du dich stündlich veränderst und das macht halt, das ist eine Quälerei irgendwo, aber es macht Spaß, sich zu quälen, wenn man sehr schnell Fortschritte sieht. Aber das ist genauso, oder? Egal wie scheiße du dich fühlst, wenn du am Trainieren bist und dann kommt der Pump und dann bist du zufrieden, dann kannst du 3 Stunden weiter trainieren. Genau, und alles, wenn du erstmal im Training drin bist. Dann legst du voll den Schalter um, aber ja, Anfang ist scheiße. Anfang ist die erste Übung, da die ersten Sätze so. Oh. Aber dann ist es wie beim, ist auch ein bisschen wie beim, wenn ich Sex mache dann. Das ist richtig, ja. Dann habe ich auch erst so, denke ich so, eigentlich habe ich keinen Bock, aber kann ja mal ein bisschen anblasen lassen und dann mal kurz raussetzen. Und dann, wenn es erstmal drauf sitzt und das sich gut anfühlt, dann 5 bis 10 Minuten danach denkst du so, jetzt dreh dich um, du Miststück, jetzt ballere ich dich nochmal ein bisschen durch. Aber jetzt mich eine halbe Stunde davor gefragt, dann hätte ich gesagt, du lass mich in Ruhe. Es ist so, es ist bekloppt. Deswegen, ich sage euch nur, Leute, macht diesen Sport, macht das mal. Macht das mal, um mitzureden zu können und macht das mal, um einfach stolz auf euch zu sein und zu sagen, ich habe was geschafft, was nicht jeder kann oder was nicht so einfach ist. Also wie gesagt, es ist schon ein Unterschied. Bodybuilding, Hardcore-Bodybuilding, Wettkampf-Bodybuilding ist ein Sport, der sehr, 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 sehr viel Disziplin und Quälerei mit sich bringt. Und deswegen ist es auch nicht einfach da, sowas wie Mr. Olympia zu werden oder wie jetzt deutscher Meister alleine schon, da gehört enorme Disziplin dazu. Also enormes, also ja, auch ein bisschen Talent und ein bisschen die Möglichkeiten, die man körperlich, wenn man natürlich die Struktur nicht hat, dann ist das alles, kannst du es schon vergessen, aber trotzdem musst du dich anstrengen und musst da die gewisse Härte bringen und das ist das, was die Kampfrichter sehen wollen. Und wenn du das nicht bringst, dann vergessen. Word, Bro. Yeah, also auf jeden Fall. Let's go to Costco, get some Claw Chicken. Oh, ja, stimmt, genau, leckeres Claw Hühnchen. Komm, auf geht's. Yeah.